Es ist so kalt draußen, es ist einfach 2 Grad. Ich sterbe. 2 Grad. 2. So, was geht ab, hier ist Loredana. Und zwar, ich habe letzte Woche einen Song rausgehauen. Ganz schnell eigentlich. Wir haben das Video in 15 Minuten gedreht und wollten eigentlich diesen Song gar nicht raushauen. Haben es jetzt trotzdem gemacht, weil ich es unbedingt so haben wollte. Und ich halt in diesem Text versuche zu erklären, dass Loredana nicht auf Männern mit Hintermännern steht. Also was heißt nicht auf Männern steht? Es geht ja nicht darum, dass ich mich neu verliebe oder so ein Kack, sondern ich finde es ganz schlimm, wenn ein Mann, ob es jetzt mein Freund wäre, mein Mann wäre, mein bester Freund oder irgendein Kollege, Geschäftspartner, egal was, wenn der Hintermänner hat. Männer mit Hintermännern finde ich einfach sehr komisch und sehr unmännlich, wenn ich das so sagen darf. Frau finde ich es völlig normal, weil als Frau bist du halt nicht so stark, aber als Mann Hintermänner zu haben, Digi, ich glaube, da musst du schon echt Angsthase sein, Digga. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was gibt's denn Neues, Loredana? Es kommt wieder ein Song in 1,5 Wochen und ich sage ehrlich, Leute, ich habe fast gar keine Features auf meinem Album, aber ich habe ein Feature gemacht, dazu geholt. Ich hätte, glaube ich, niemals im Leben damit gerechnet, dass es er wird. Ehrlich nicht. Und wir haben nie davon einen Song gemacht. Aber der hat einfach einen besseren Part als ich, Digga. Der hat den Part zerstört. Und ich freue mich so heftig, weil wir haben schon das Video gedreht. Und er ist so cool. Ich habe ihn kennengelernt. Und er ist so ein guter Junge. Auf jeden Fall. Ich weiß, ein paar Leute wird es richtig abkacken. Oh nein, er hat jetzt ein Feature mit Loredana gemacht. Aber ich glaube, der Song ist richtig fresh, richtig cool. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt bald der letzte Song zu meinem Album. Irgendwie auch traurig, aber... Excuse me, do you speak English? Was, Bruder? Was soll ich sagen?